Ja, Freunde, grüße euch. Mit dem kleinen netten Einblick geht's auch los. Und zwar mit einem Salat à la Virus Visions. Da wir wollten heute grillen, aber ja, das Wetter war, ich wollte gerade sagen, der leibeigene Neger. OMG. Okay, wir legen los. Ah. Was zu schneiden und schnippeln habe ich mir alle schon bereitgelegt. Setzen wir uns mal hin. Ich hatte eine Glasschüssel, aber die ist mir mal letztens hingefallen. Die ist kaputt. Ja. Oh, da ist sie. Da war nur eine Eierschale drin. So, jetzt ist sie raus. So, und was nehmen wir jetzt? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall kommt da einiges rein. 2 Zwiebeln, 4 Tomaten, eine ganze Gurke und 4 Eier. Die habe ich mir vorhin nur ganz spontan überlegt, dass ich mir die reinmache. Ich wollte eigentlich Thunfisch nehmen, aber ich muss Sardinen nehmen. Weil der Aldi hier bei uns kein Thunfisch mehr hatte. Kann sein, dass da wieder irgendwas faul dran ist oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Legen wir dann erstmal mit dem Blattsalat und mit den Dosen vorliegen. Ja, wie ihr jetzt seht, ist da einiges drinne. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Wir hoffen, wir passen noch alles rein. Ansonsten, ich habe noch eine größere Schüssel. Das ist nicht das Problem. So, so, jetzt haben wir mal ein bisschen Salz da rein. So, haben wir das schon durch. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die Champions. Mit Eigensaft, ja, ja. Das ist ein Salat, der mit Eigensaft, also mit den Komponenten, okay, wer den Deckel möchte, freiwillig melden bitte. Ich lasse den extra drin. So, jetzt haben wir die Kidneybohnen. Ein bisschen schütteln, damit der ganze Scheiß schön geschmeidig bleibt. Jo, und auch wieder mit Eigensaft. Das ist ja das, ne? Wenn man auch selbst alleine von einer so, kommst du nicht raus? Ja, das ist das dann, ne? Und jetzt drückt sich das schon langsam nach unten. Salat liegt ja immer locker flockig oben drauf. So, jetzt holen wir mal den Pfeffer hier dabei. Also irgendwas stimmt mit dem Pfeffer nicht. Der kommt ganz. Moment, ich schraube das jetzt auf und schmeiß mal so was bei. War so frei und hab dann, wie ihr seht, das so gelassen. Natürlich auch Paprika dabei. Jo, so, wie machen wir jetzt weiter? Wir könnten jetzt natürlich den Mais noch nehmen. Oder wir könnten auch die Eier schneiden. Aber es muss sowieso alles rein. Das soll ja ein Salat werden à la Virus. Boah, dieser Mais, der sieht so gelb aus. Oh, wer würde da jetzt nicht mal gerne so sagen, oh, da gib mir mal so einen Löffelke. Soll ich auch wieder mit Eigensaft? Okay, den Mais haben wir jetzt drauf. Ich muss den jetzt mal probieren. Oh, lecker. Das ist nochmal eine Farbe. Auf jeden Fall, ja, gut Gewicht ist. Ja, dann machen wir jetzt weiter. Bitte. Bitte. Eier. Ja, die Eier sind geschnitten. So, den Teller kann ich schon mal wegbringen. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir die Eier ganz trocken, flockig, ohne das, was daneben geht. Aber dafür brauche ich, glaube ich, die zweite Hand. Okay, das haben wir erledigt. Auch die Eier sind drin. Aber ich glaube, wir brauchen vielleicht doch jetzt bald die nächste größere Schüssel. Ja, wie geht's jetzt weiter? Mit den entzapften
und gewaschenen Tomaten. Ja, Freunde, das ist dann mit den Tomaten. Schön gestückelt, längs, quer. Und das machen wir denen jetzt auch. So, Tomaten sind jetzt drin. Sieht doch schon mal ganz lecker aus. Wenn das mal eine richtige Kost wird, dann weiß ich es auch nicht. Und jetzt? Ah. Ja. So, ja, so sieht eine Zwiebel aus, wenn sie geschnitten ist. Jo, ich habe mir also überlegt, keine zweite Zwiebel zu machen. Ich glaube, eine Zwiebel ist vollkommen ausreichend. Die sind noch ziemlich frisch, also kommt diese wieder zurück. So. Ja, sieht doch schon mal ganz, ganz... Moment, Virus muss hier unten... Ja, eine Zwiebel ist vollkommen ausreichend, hör mal. Das ist vollkommen ausreichend, hör mal. Hör mal, hör mal. So, was machen wir jetzt, hey? Machen wir jetzt erstmal Mozzarella. Machen wir uns erstmal den glibberigen, diesen... Mozzarella. So, jetzt haben wir diesen richtig schönen, netten Mozzarella. Dann mal ein Stück probieren. Und dann klein. Ah, Freunde, das ist lecker Mozzarella. Mmh. Mmh, lecker. Mmh. Wie ihr seht, habe ich die Burg jetzt erstmal halbiert und ich muss auf dem Handy tippen, damit erstmal hier aktualisiert die Sau. Ah, lecker Gurke. Oh, oh die Gurke. Oh, schön. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, bis auf 2-3 Stück. Ja, und jetzt das andere auch noch. Typisch ist das halt so eine Sache. Wenn man den zerkleinern will, da taucht nicht hin, aber hier, bitte schön, Mund auf. Hey, hau ab da. Ja. Da wird sich das sowieso verteilen, aber das würde man machen. Ich hätte lieber Thunfisch gehabt, aber es gibt dann halt nur Sardellen. So langsam kommen wir dem Ende zu. Wir haben nur noch 3 Sachen. Und jetzt nehmen wir noch die Mandarinen. So, der Saft ein bisschen in den... Weil das ein bisschen zu viel gewesen wäre für den Salat. Und hier jetzt einfach mal. Und er hier, damit er nicht trocken ausgeht, kann er immer den kleinen Rest noch da rausholen. Ich bin ja tierlieb. Und was machen wir jetzt? Feta-Käse? Fleischwurst? Fleischwurst.
Ja, Freunde, wenn euch das bis hierhin gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da, schreibt doch mal schöne Kommentare da rein. Und ja, so viel Salat, das hat schon mal so ein bisschen, das ist zeitaufwendig. Da muss man schon ein bisschen Zeit haben. Und ich hoffe doch mal, das habe ich gut getroffen, dass das lecker aussieht für euch. Und ich weiß, der eine von euch, das ist der liebe Holi, der steht so auf Salat, immer Eisbergsalat. Egal wann, wo, Eisbergsalat. Mir hängt zum Ohren aus, ich kann es nicht mehr hören. So, Digga, jetzt siehst du mal, wie ein richtiger Salat aussieht. Jo, ich würde sagen, ne? Reingehauen und lecker Schmecker in euren Mund. Oder wir sehen uns zum nächsten Vlog zum Grillen. Also, euer Virus und danke fürs Zusehen und ciao mit V.